So, hallo ihr Lieben. Heute habe ich mir das Master System 2 vorgenommen. Auch da den Switchlet Mod eingebaut. Musste ein bisschen modifiziert werden, aber auch kein Problem, denn die Konsole braucht nur eine Umschaltung zwischen 50 und 60 Hertz. Das geschieht über den Pauseknopf, den drückt man länger gedrückt und dann schaltet die Konsole um zwischen 50 und 60 Hertz. Man hört jetzt direkt, die Musik läuft ein wenig langsamer. Jetzt haben wir die 50 Hertz. Und hier haben wir an dem Gerät halt keinen Reset-Button, es ist ein Pause-Button. Bei AlexKit wird es verwendet, um zwischen der Kartenansicht, ist ja dann quasi auch Pause, und der Spielansicht umzuschalten. Das erreicht man, indem man den Pause-Knopf ganz kurz drückt. Und wenn man ihn länger drückt, dann schaltet die Konsole halt zwischen 50 und 60 Hertz um. Wie man auch sieht. Ne? Direkt die Musik wird wieder schneller. Na, der Fernseher braucht ein bisschen, bis er glücklich ist. So, des Weiteren kann man an dem Master System 2 noch Folgendes machen. Die Konsole hat keinen AV-Out, die hat nur einen Antennenausgang. Somit ein recht mieses Bild. Man kann aber ohne weiteres die Original RF-Out-Buchse rausschmeißen, den Antennenausgang. Und wir haben sie hier ersetzt durch eine DIN 8.1 Buchse mit der gleichen Pinbelegung wie das Mega Drive 1 und auch das Master System. Und somit hat das gute Gerät dann auch einen steckbaren Anschluss, um ein SCART-RGB-Kabel anzuschließen und auch die maximale Bildqualität, die bei den alten Konsolen erreichbar war, zu bekommen. So, das war alles für heute mit dem Master System. Viel Spaß noch und tschüss.